Herzlich willkommen zu den Corona-Theatertagen 2020 in Leerbeutschlag. Wir geben Ihnen heute einen kleinen Einblick in unser Theater, was eigentlich so hinter der Bühne ein bisschen passiert. Schauen wir mal rein. Erste Station, wenn Sie, geschätztes Publikum, kommen, ist natürlich immer die Kasse, wo Sie reserviert haben. Hannes, wie schauen wir heute aus? Ja, konnten noch ein paar kommen. Konnten noch ein paar kommen. Was spielen wir denn überhaupt? Ist eh schon wurscht. Ist schon wurscht. Schon wurscht. Gut, schauen wir zur nächsten Station. Nächste Station hier, unser Buffet, wo es immer die guten Buchteln und die guten schicken Käsewickel gibt und auch die guten Getränke. Wie schaut's aus? Alles voll? Alles ausgetrunken. Alles ausgetrunken? Ja. Ein Bier habe ich noch für dich. Magst du es? Ja, eins möchte ich schon. Ja. Prost. Danke. Dann schauen wir aber mal auf wie zur Technik. Da oben steht wie immer bei jeder Vorstellung der Wolfgang, unser Cheftechniker. Wolfgang, wie schaut's aus? Alles klar? Ja, alles klar, soweit alle Birndl reingeschraubt. Alle Birndl drin. Ja, können wir jederzeit starten. Warten wir noch auf irgendwas? Schauen wir mal ob die Schauspieler bereit sind. Hier. Da unten haben wir unseren Vorbereitungs- und Schminkraum. Da wird fleißig Text gelernt. Oder, Brusch, wie schaut's aus? Hast du mein Textbuch irgendwo gesehen? Nein, wie immer nicht. Magst du Bier? Nö, ja, wie immer, wir schauen eins. Das ist nämlich das Letzte. Passt? Passt. Aber ganz hinten versteckt haben wir auch noch eine Ecke. Schauen wir. Da sitzt meistens in unserem Büro unser geschätzter Obmann und macht irgendwelche ganz wichtigen Sachen, beantwortet irgendwelche. Servus! Alles fertig? Ja, auf alle! Ja. Schaut's auf! Ja, wir sollten vielleicht aufschauen. Ja. Somit wären wir auf der Bühne. Alles wäre bereit, alles ist geputzt, alles wäre vorbereitet. Aber weil wir nicht dürfen, werden wir heute online wieder ein Video bereitstellen. So wünsche ich Ihnen viel Spaß bei den weiteren Videos der Corona-Theatertage 2020 in Leerbeutschlag.